Am 9. Juni 2021 stirbt Abenteurer, Tüftler und Social-Media-Star Philipp Mickenbecker. An diesem Tag verliert er seinen jahrelangen Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs. Doch der 23-Jährige hat vor seinem Tod noch eine letzte Nachricht im Krankenhaus aufgenommen, in der er sich an alle Freunde, Fans und Unterstützende wendet. Hey Leute, also es kann sein, dass das jetzt auch mein letztes Video ist. Ich weiß nicht genau. Aber ich wollte euch einfach nochmal alles sagen, dass ich echt so meinen Frieden habe mit der ganzen Situation und wie das jetzt alles gekommen ist. Und dass ich auch weiß, dass Gott das alles in der Hand hat. Und dass ich trotzdem glaube, dass Gott... Aber ich vertraue da einfach drauf. Und ich freue mich dann, euch einfach in der Ewigkeit alle wieder zu sehen. Heute, am 17. Juni, findet Philipps Beerdigung statt. Seine Familie und engen Freunde erfüllen ihm seinen letzten Wunsch und singen für ihn. Der 23-Jährige, der definitiv viel zu früh von dieser Welt gehen musste, wäre stolz auf seine Community, die weiterhin so stark zusammenhält und das weiterführt, was er aufgebaut hat.